willkommen zum zweiten Teil von meinem kleinen Hunter Guide. In diesem Guide geht es darum, ja, die ganzen Add-ons, wo ich zum Beispiel benutze, wie sieht mein Interface aus, wie ihr so im Großen und Ganzen seht, spiele ich im Prinzip so gut wie ja, Vanilla. Das heißt, ich habe kein Interface-Tuning extrem betrieben. Ich habe mein UI ein bisschen verkleinert. Ich habe auf der rechten Seite unten Omen, was mir zum Beispiel meine Aggro anzeigt. Ist, denke ich mal, gar nicht mal schlecht, dass man im Raid sieht, in welchem Ranking man steht. Dass man zum Beispiel auch sieht, es steht ein anderer über dem Tank, baller ich ihn einfach mal kurz hoch. Oder auch, wo steht mein Begleiter zum Beispiel, wenn ich jetzt doch zum Beispiel mal Knurren vergesse auszumachen, dass ich einfach sehe, oh, mein Begleiter steht über dem Tank. Da könnte doch wohl irgendwas schiefgelaufen sein. Dass ich da dann einfach mal ein bisschen nachgucken kann. Finde ich jetzt persönlich auch nicht schlecht, dass man mal das Ranking sieht, wo man ungefähr in der Aggro steht. Kann man mit einem WoW-Interface auch einstellen, dass es über Gegneranzeige steht, finde ich aber nicht so toll. Auf der linken Seite habe ich Recount, was mein Schaden anzeigt, was ich gemacht habe. Ich kann natürlich auch im Recount nachgucken, wie hoch ist der DPS im Raid, wie hoch ist mein Eigenbeschuss, Schaden genommen, was habe ich Schaden eingesteckt oder wer hat den meisten Schaden eingesteckt, die Heilung, Absorb, wie viel Heilung bekommen, Überheilung, die Toten etc. Also es wird im Prinzip mit Recount alles angezeigt und wird dann im Grunde auch dargestellt. So, der hier möchte ein bisschen Stress. Jetzt nicht mehr. Dann, seht ihr, habe ich links und rechts keine Griffen. Gibt es einen Extra-Add-on und das heißt Griffin Remover. Damit habe ich die Griffins einfach entfernt und habe dann somit hier mein Recount reingemacht und dort mein Omen. Des Weiteren habe ich hier zwei kleine Addons. Das ist einmal die Flow Totem Bar und einmal die Flow Aspect Bar. Sind eigentlich Addons, die für Schamanen gedacht sind, bis auf die Aspect Bar. Die sind für uns Hunter, aber die Totem Bar an sich ist für einen Schamanen gemacht. Finde ich aber jetzt nicht schlecht, weil sie funktioniert auch für einen Hunter. Ich habe somit mein Leuchtfeuer drin. Ich kann meine Fallen an- und ausschalten und ich habe meine drei wichtigen Fallen dabei. Plus ich sehe, wie lange die jeweilige Falle hält. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine Falle hinschieße, sehe ich jetzt ungefähr, wie lange diese Falle da liegen bleibt. Ja? Bevor ich dann praktisch die wieder aktivieren könnte, was ich gar nicht schlecht finde. Des Weiteren habe ich ganz oben die Titan, das oder das Titan Panel, wo dann im Prinzip alles dargestellt wird. Zum Beispiel, wo befinde ich mich gerade, wie viel Gold habe ich dabei? Taschenbenutzung, meine Haltbarkeit, meine FPS und meine Latenz im Raid oder im WoW an sich. Dann habe ich ein extra Addon drauf, Simple Item Level, zeigt mir zum Beispiel mein Item Level an, plus das Item Level meiner ganzen Gruppe. Das heißt, ich kann im Prinzip auf jeden einzelnen Spieler in meiner Gruppe klicken und sehe mit einem Blick, oh, der hat 640, 680, 690. Loremaster, ja, ich bin momentan noch im Nachquesten für ein paar Quests und suche mir mit Loremaster im Prinzip einfach nur die Gegenden, wo ich noch ein paar Quests vergessen habe. Atlas Loot, denke ich mal, kennt im Prinzip jeder, wo jeder nachgucken kann, welche Instanz gibt es welchen Loot. Big Brother ist für Schlachtzugsleiter nicht schlecht, weil A sehe ich, sind alle Buffs vergeben, wer gibt welchen Buff und B, es sind Fläschchen, Buff-Food etc. auch vergeben. Sind die Leute wirklich alle mit dem Fläschchen ausgerüstet oder sind sie halt. Haben sie nur einen Kristall drin oder sonst irgendwas? Buff-Food? Ja, nein, doch, vielleicht. So, das Ganze oben hier oben, wie gesagt, zum An- und Abschalten. Das ist schon im Großen und Ganzen mein Interface. Das nächste Addon, was ich euch empfehle als Hunter-Neuling und vielleicht sogar als Hunter, ja, erfahrene Hunters, sind in dem Fall Spellflash oder beziehungsweise Bitten Spellflash Hunter. Kann ich euch gern verlinken, werde ich auch machen. Ich werde die ganzen Addons, die ich in diesem Interface benutze, unten in der Call mit reinhauen, dass ihr sie dann gleich bei Curse runterladen könnt. Spellflash, was macht Spellflash? Spellflash, beziehungsweise Bitten Spellflash, zeigt mir meine Rotation an. Heißt, wenn ich jetzt meine Rotation startet mit dem schwarzen Pfeil, geht dann mit dem Explosschuss und ich hau meinen restlichen Fokus mit dem Arkanschuss raus, bevor ich dann mit dem fokussierenden Schuss weitermache. Im Grunde genommen zeigt mir Spellflash an, wenn ich irgendwo einen Fehler mache, beziehungsweise wenn ich jetzt irgendwo was benutzen müsste, um weiterzumachen. In dem Fall seht ihr jetzt hier oben, ich habe meinen Begleiter weg. Er sagt mir gleich, hey, dir fehlt der Begleiter, ruf mal bitte deinen Begleiter. Dann würde nämlich im Kampf
Wenn ich kämpfen würde, der schwarze Pfeil aufleuchten, der Exploschuss, wenn er proc't, auch vorher schon, wenn er kein CD hat, der arkane Schuss und dann der fokussierende Schuss bzw. Sperrfeuer. Somit seht ihr auf einen Blick, bin ich richtig in meiner Rotation, habe ich irgendwo einen Fehler drin, könnte ich vielleicht noch irgendwo was optimieren, dass mein Schaden einfach mit nach oben steigt. Ihr könnt dieses Addon wirklich benutzen, um euren Damage ein bisschen zu pushen. Das heißt, ihr werdet sicherer mit der Rotation vom Anfang und wenn ihr es dann irgendwann blind beherrscht, könnt ihr das Addon auch wieder deaktivieren oder deinstallieren. Ihr müsst es nicht komplett benutzen. Es ist einfach nur ein Vorschlag für den Anfang, dass ihr einfach eine kleine Hilfe oder eine kleine Sicherheit habt für den Anfang, dass ihr einfach eine Rotation ein bisschen sicher werdet. Oh, dieses Blinken kann man noch einstellen, ob es intensiver wird. Die Farbe davon kann man einstellen. Ansonsten finde ich das gar keine schlechte Idee. Oh, im Großen und Ganzen sind die wichtigsten Addons für den Hunter mal erklärt. Also Deadly Boss Mode etc. darauf gehe ich nicht ein. Das sind die Standard-Addons, die eigentlich jeder drauf haben sollte. Da braucht man auch nicht wirklich großartig was einstellen. Ihr müsst im Prinzip in keinem Addon irgendwas einstellen. Das Einzige, was ich jetzt bei mir gemacht habe, ist zum Beispiel den Hintergrund verändert. Oder hier zum Beispiel die Farben verändert, könnt ihr natürlich alles, den Style könnt ihr alles im jeweiligen Addon selber verändern. Wenn ihr sehen wollt, wie man das ungefähr macht, könnt ihr das gerne mal in die Comments schreiben. Dann werde ich dann spezifisch ein Video drauf machen, wo man dann nur auf ein Addon eingeht, wie ich dann zum Beispiel den Hintergrund verändere oder zum Beispiel neue Styles einfüge oder die Schriftarten verändere, neue Schriftarten sogar hinzufügen kann. Einfach mal in die Comments schreiben, wie gesagt, dann gehe ich direkt drauf ein. Ansonsten, schönen Abend. Hey.